Let's play Borderlands Folge 3. Wir jagen Skeks. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und hoffe, dass ihr auch dabei bleibt. Sonst komme ich und jage Skek-Welpen auf euch. Hallo. Bins. Diesen Höhlen spawnen die Skeks. Die. Eigentlich widerstrebt es mir, Welpen zu töten. Wow. Das war's schon. Wir sehen uns gleich. 5 Skeks getötet. Wir sehen uns gleich, genau. Ich muss wieder zurückrennen. Aus irgendeinem Grund sind die Briefkästen auch wieder zu... Ach nein, der eine hatte ich noch gar nicht, okay. Hey Seth. Was willst du? Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel... Diese Skeks waren scheinbar kein Problem für dich. Du weißt, wie man mit einer Kanone umgeht. Das ist gut. Wirklich gut. Und du wirst es auch brauchen, denn ich habe eine weitere Aufgabe, die ich dir gerne übertragen möchte. Schieß los! Besorge einen Energiekuppler, repariere den Mediautomaten und kaufe ein Shield. Wenn du die Stadt verlässt, wirst du ein Shield brauchen. Ein Shield bildet eine unsichtbare Barriere um dich und absorbiert Schaden. Normalerweise könntest du einfach einen Mediautomaten kaufen, aber der hier hat eine Kugel abbekommen während des Banditenangriffs. Zum Glück braucht man nur einen neuen Energiekuppler. Zufälligerweise habe ich einen alten Automaten, den ich für Ersatzteile benutze. Er steht gleich vor der Stadt, auf der Straße nach Osten. Beschaffe das Teil, baue es neben mir die Automaten ein und kaufe dir ein Shield. Machen wir doch. Klatz. Ja, das sollte es gewesen sein. Ja, das soll es gewesen sein. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Claptrap. Do the Robo-Dance. Komm. Hallo, Claptrap. Komm, mach. Ach Mann, du bist so langweilig. Wenn man nicht hinguckt, dann macht er immer. Und komm, mach. Ich tanze, ich tanze. Komm. Der will mich verarschen. Das reicht mir. Kann ich auch. Halte Tab gedrückt, um deine Karte zu öffnen. Auf ihr siehst du verschiedene interessante Orte, sowie deine Wegpunkte. Die Karte findest du auch in deinem Echo-Gerät, in dem du Tab drückst. Ich bevorzuge die Taste M. Wie in sämtlichen anderen Spielen auch, die ich so kenne, die eine Karte drin haben. Da ist er schon, der Automat. Der heiß begehrte. Und eine Skag-Höhle. Oh, oh. Daneben geschossen. Daneben, daneben. Wie er zittert. Da, oh, da ist noch einer. Da war noch einer. Da hinten ist noch einer. Vergiss nicht, den Weg, um auf deinem Hut zu folgen, um das nächste Ziel zu erreichen. Ich bin doch schon fast da. Wow, warte. Warte. Ah. Wow. Oh. Oh mein Gott. Da hinten ist irgendwo noch einer. Da unten auf dem Radar-Dings da unten. Sieht man die schönen roten Punkte. Durch die schönen roten Punkte immer, wo noch Gegner sind. Da ist auch schon der Energiekoppler, den nehmen wir doch gleich mal mit. Sammeln, wie gewohnt, sämtliches Geld ein, das da irgendwie rumliegt, sowie die Munition. Insofern die Munition noch nicht voll ist. Und rennen wieder zurück zu Dr. Zed. Dieses Tutorial da links auf der Seite geht mir schon ein bisschen auf den Nerv. Ich könnte es auch einfach in den Einstellungen deaktivieren, aber das wäre ein bisschen zu einfach. Da fällt mir ein, da hinten war ich noch gar nicht. Da ist noch ein Munitionsklo. Habe ich aber auch schon alles. Ein Werkzeugkoffergeld. Und 2, 3 Schrotthaufen. Gibt's da hinten noch? Nichts. Nichts. Gut. Weiter geht's.
Dr. Sad, Dr. Sad. Was kann ich für dich? Achso, ich muss das Ding jetzt hier erst hier einbauen und dann muss ich mir noch ein Shield kaufen, genau. Du kannst mich Sad nennen, wie alle anderen. Standard Shield 50, Ladegeschwindigkeit 8 oder. Ich habe eigentlich genug Geld, um mir den TDR OBS Balanced Restorative Shield zu kaufen. Der hat langsame Gesundheitsregeneration, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann braucht man nämlich nicht so viele Medikits. Habt ihr Claptrap gerade gehört? Ich tanze, ich tanze. Eben wollte er nicht. Eben wollte er nicht, der kleine Sack. So, die Waffen verkaufe ich da mal alle. Brauche ich nicht. So. Danke. Du solltest die Maschine benutzen, um Zeug zu verkaufen. Jetzt hast du ein Schild. Schild. Verursachter Schaden wird zunächst durch ihn abgewehrt. Wenn der Schild aufgebraucht ist, wird er nach kurzer Zeit wieder aufgeladen. Halte nach stärkeren Schilden Ausschau. Hoffen, dass du nicht mehr brauchst und dir dafür ein Erste-Hilfe-Kit zulegen. So. Siehst du, für meine Arbeit braucht man keinen Doktortitel. Ich glaube, die Leute fühlen sich einfach gut aufgehoben bei mir, wegen meiner Art, mit ihnen umzugehen und meines ehrlichen Blicks. Du kannst deine Gegenstände am Mediaautomaten verkaufen, habe ich gerade getan, und kaufe auch ein paar Erste-Hilfe-Kits für später. Ich weiß nicht, eben, das sollte ich vielleicht doch tun, aber irgendwie mag ich nicht. Oder doch, ich kaufe mir eins gleich. Nein, Toast blickt drüben, töte Banditen und kehre zu Dr. Z zurück. Nein, Toast hat ein paar Männer in einem kleinen Außenposten in der Nähe der Stadt postiert. Er liegt in westlicher Richtung auf der anderen Straßenseite. Diese Männer berichten ihm von jedem einzelnen unserer Schritte. Unser nächster Schritt muss also ihren Tod zur Folge haben. Ja, selbstverständlich. Dann gehen wir mal 8 Banditen töten. Aber vorher kaufe ich mir dann doch noch ein kleines Medikit. Sicher ist sicher, falls ich mich nochmal so intelligent. Leute trauen dir noch nicht. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Frauen. Es nützt dir, wenn du Dr. Zed bei seinem Problem mit Nine Toes hilfst. Frauen, immer fallen sie einem ins Wort. Unglaublich. Was ich sagen wollte, war. Habe ich vergessen. Nee, genau. Ich nehme ein Medikit mit zur Sicherheit, weil ich mich eben schon mal ziemlich blöd neben einem explodierenden Fass positioniert habe. Und das war jetzt auch nicht so super intelligent und war dann fast tot. Hatte, glaube ich, nur 4 Lebenspunkte oder so. Ja. Und wieder Werkzeug, Koffer, Geld. Ich denke, das werde ich jetzt nicht immer kommentieren. Hier sind 1, 2, 3 Skag-Bauten. Macht bei 2 bis 3 Skags pro Bauten. Fuck. Nein, komm. Nein. Ah, renn nicht weg. Ich will dich doch nur töten. Ah. 6 Skags. Aber scheinbar ist, war da nur einer drin und da auch nur einer. Vor dem anderen steht noch einer rum. Wo ist denn das? Da hat doch eben Geld oder bin ich blind? Ach, da hinten ist das. So. Headshot. Geld. Junge. Ein Dahl Corporation Mülltonne mit wirklich nur Müll drin. Das ist übrigens TK Barra. Oh ja, dich habe ich gesucht. Ja, schön für dich. Abgeschlossen. Den TK Barra dort mit dem Holzbein werden wir später noch kennenlernen. Zunächst aber mal gehen wir 8 Banditen töten. Die haben es auch nicht besser verdient. Die Jungs, wo muss ich jetzt noch gleich hin? Ah, hier. Nachladen. Oh, da kommt schon wieder einer über den Zaun gehüpft. Nummer 1. Nummer 2. Ja, was ist? Renne ich immer hin und her. Bleib doch mal stehen. Nummer 3. Komm, put. Oh.
Nummer 4. Die Hälfte ist geschafft. Boah, dass die immer so rumrennen. Wie... keine Ahnung. Nummer 5. 5 down, 3 left. Eine Kugel noch. Boah, hat der mich aber irritiert, erschrocken, was auch immer. Da sind ja die 3. Bam. 2. Komm. 1. 0. Aber die kann ich jetzt unmöglich am Leben lassen. Geht gar nicht. Environment Kill. Yeah. Ja, ich werde immer noch besser. Jetzt bin ich schon Level 4. Das ist sehr schön. Ich mag Environment Kills. TK Repeater. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Schlechter als mein aktueller Repeater. Munition und Geld. Und Double Repeater. Das hat eine scheiß Genauigkeit. Aber ich schieße ja sowieso nicht so viel damit. Schauen wir mal, ob der besser ist als der. Ja, da war zweimal. Ich check das nicht so ganz mit dem mal zwei. Wenn einer von euch das checkt, kann er mir das mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das gemeint ist. Aber wie gesagt, ich check's nicht so ganz. Aber ich tausche einfach mal aus. So. Schießt das zwei Kugeln auf einmal, oder? Ah, tatsächlich. Das ist damit gemeint. Jetzt habe ich's kapiert. Okay, ihr braucht doch nichts in die Kommentare zu schreiben. Ich hab's kapiert. Geld, Geld. Also eigentlich, für diejenigen von euch, die es noch nicht wussten, ich heiße eigentlich Dagobert Duck. Ich sammle alles Geld. Oh, ein Echo-Recorder, den ich leider noch nicht einsammeln kann, weil er zu einer Quest von später gehört. Was haben wir denn hier? Ja. Shotgun brauche ich nicht. Da als Surplus Repeater, Surplus, wie auch immer man das Ganze ausspricht. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Ein paar Skag-Welpen. Es ist immer so ein Problem bei solchen Spielen, bei solchen quasi Open-World-Spielen, dass man sich immer so leicht abhalten lässt von dem, was man eigentlich gerade machen sollte. Eigentlich wollte ich doch nur die Quest abgeben gehen und mir die Belohnung abholen. Und jetzt jage ich schon wieder Skags. Ich stelle fest, die Sniper... Oh, oh... Hat ein bisschen zu wenig Munition für mich. Wow. Shotgun-Munition braucht kein Mensch. Es ist eine Sache, die finde ich ein klein bisschen doof, weil man kann leider keine Munition verkaufen, die man nicht braucht. Die ist halt einfach immer im Inventar. Aber na gut. Damit kann man wirklich gut leben. Gibt es hier lauter Shotgun-Munition? Juhu! Aber jetzt geht's zurück zu Dr. Zerd. Aber eigentlich ist er ja kein Doktor, aber steht halt auf seinem Namensschild. Muss mal einen Schluck trinken, Moment. Ihr könnt mir auch bitte, bitte gerne in die Kommentare schreiben, ob die Menge dessen, was ich jetzt so rede, genug ist, ob es zu viel ist, oder ja, ich bemühe mich halt jetzt auf eure Kritik einzugehen und mehr zu reden. Ist zugegebenermaßen jetzt so am Anfang gar nicht so leicht, weil man muss halt immer irgendwie was finden, über das man reden kann, ohne sich ständig zu wiederholen. So, ah, hier ist Geld, ah, da ist Geld. Geld überall. Oh, hallo, Claptrap. So wie ich das jetzt die ganze Zeit mache, zugegebenermaßen.
Da fehlt ein Hologramm. Claptrap. Claptrap. Claptrap ist ein kleiner, lustiger, nervender Roboter. Was willst du? Abgeben. Abliefern. Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Mehr gut gemacht, mein Freund. Hier ist die Belohnung für die Kerle. Wenn Ninetoes, 9-10, begreift, dass wir ihm seine Augen beraubt haben, werden wir schon den nächsten Schritt getan haben. Okay. Da ist er schon, der TK Baha. Sprich mit TK Baha auf dessen Farm. Auf den Kopf von Ninetoes ist eine Belohnung aufgesetzt, aber er ist schwer zu fassen. Wir haben keine Ahnung, wo sich sein Unterschlupf befindet. Sprich mit TK Baha auf seiner Farm südlich von Firestone. Keiner kennt diese Gegend wie er. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Jo. Dann rennen wir mal wieder zurück. Ich denke, wir sind hier fertig. Jo, denke ich auch. Weiß ich, muss gerade mal gucken. Hier kann man auch die ganzen DLCs machen. Je nachdem, wie euch das... dieses Let's Play Borderlands am Ende, das werden wahrscheinlich einige Parts werden, gefallen hat, werde ich vielleicht noch ein oder zwei DLCs noch durchspielen. Den Zombie-DLC, den habe ich... What the fuck? Den Zombie-DLC, den habe ich schon mal durchgespielt. Fuck, der hat ja, auch ein Shield. Zombie-DLC, den habe ich schon mal durchgespielt, der war eigentlich ganz lustig. Wobei ich das Hauptspiel zugegebenermaßen aber echt viel besser fand. Beziehungsweise finde. So, wir rennen zu TK Baha. Und beenden dann diese Folge. Ach, ruhig, Blut. TK Baha. Du, noch ein Schritt und es ist dein letzter. Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Arsch. Was der sehr, sehr, sehr witzig. Naja, dich habe ich gesucht. Ja, ja. Mit deiner Shotgun oder was? So, wie gesagt, wie versprochen, beenden wir diese Folge an dieser Stelle. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.